Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit Transformers Movie 4 Age of Extinction Snell. Snell ist einer jetzt der, mit der letzten Dinobots, die jetzt quasi zu dem Film mit rausgekommen sind. Und ich muss sagen, diese Figur ist echt nice. Das Einzige, was mir an dieser Figur missfällt, sind die Arme im Robotermodus. Aber dazu gleich mehr. Die Figur an sich ist wirklich ein Traum. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Snell haben sie echt gut übersetzt. Quasi von dem G1-Pendant zu dem neuen. Er macht zwar ein bisschen einen freakigen Eindruck, aber gut, er ist ein Bayformer. Sprich, also das Design ist von Michael Bay und naja, gut. Trotzdem, wie gesagt, echt gut umgesetzt und ja, kommen wir jetzt doch einfach mal zu dem, was bei dieser Figur mitgeliefert wird. Von Hause aus natürlich wie immer eine Anleitung. Ziemlich schlicht gehalten. Die Figur ist in wenigen Schritten transformierbar. In 14 Schritten, wenn ich es so richtig sehe. Ja, kommen wir jetzt einmal zur Verpackung. Die Verpackung ist ziemlich nice. Wir sehen hier einmal ganz groß Snell quasi im Robotermodus. Muss aber sagen, hier gibt es einen kleinen logischen Fehler. Diese Waffe ist hier eindeutig verkehrt herum. Ich will das einfach mal so annehmen, denn eigentlich würde ich sagen, ist es eine Axt. Die zeige ich euch auch gleich. Kommen wir jetzt doch einfach mal zum Rest der Verpackung. Wir haben das typische Transformers-Logo, durchsichtig. Sehr schön. Im Hintergrund ist ganz groß Snell abgebildet als Dinobot. Und nichts Spektakuläres. Hier an der Seite sehen wir dann noch Hotshot und Bumblebee, die neue Variante quasi. Ja, und ansonsten sehen wir hier auch einmal Snell im Dino-Modus, beziehungsweise hier oben im Roboter-Modus. Die Figur selbst hat einige nette und interessante Gimmicks, die einfach nötig sind, um quasi die Schönheit der Figur wirklich auch aufrechtzuerhalten. Und die zeige ich euch gleich. Jetzt kommen wir aber erst einmal zu der Figur selbst. Um eine Sache noch zu erklären, auch hier hat Hasbro natürlich wieder so ein bisschen, so einen ganz kleinen Schnitzer sich geleistet. Denn die Arme, die hier schwarz sind, sind eigentlich in echt nicht schwarz, die sind grün. Das ist, finde ich, sehr, sehr schade, das zeige ich euch auch gleich. Kommen wir jetzt doch einfach mal direkt zur Figur. Im Dino-Modus ist die Figur sehr schick. Wir haben hier einen durchsichtigen Kamm komplett. Die Waffe, das heißt die Axt, besteht hier aus dem Schwanzteil und der obersten Finne. Diese Finnen, die kann man rausnehmen. Die sind nur draufgelegt, also das heißt, sie hält nicht wirklich gut. Das heißt, man kann es nicht rumdrehen und es bleibt dann drin. Das ist das Einzige, was mich auch so ein bisschen im Dino-Modus stört. Hier oben ist so ein kleiner Pack. Und da wird dann quasi hier dieser Stift quasi einfach nur reingedrückt. Aber wie gesagt, er hält leider nicht, was ich sehr schade finde. Ansonsten sehr schön gemacht. Im Dino-Modus kann die Figur die Beine ein bisschen bewegen. Sie kann jetzt die vorderen Arme ausstrecken. Aber auch nur begrenzt. Der Kopf lässt sich nach unten komplett winkeln. Er kann nach unten gucken. Links, rechts den Kopf wippen. Den Mund öffnen, was ich schon mal sehr interessant finde und auch schön finde, ganz ehrlich. Gerade weil es so ein kleiner filigraner Kopf ist, hätte ich es jetzt nicht erwartet. Ja, ansonsten die Finnen hier oben sind auch gleichzeitig hier unten. Das hat Hasbro dadurch gelöst, dass hier quasi das alles ein kompletter durchsichtiger Teil ist und hier einfach besprüht wurde. Mit einem grünen Metallic, was ich sehr, sehr schön finde, wie so ein Grasgrün. Die ganze Figur ist mit metallischen Farben übersprayt. Um lila. Ansonsten ist dieses normale Plastik jetzt zwar auch leicht metallic, hat so irgendwie so einen leichten Seife-Look, was wir erkennen von Hasbro. Ansonsten eher matt. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu dem, wo ich gesagt habe, was mich am meisten stört. Das sind einfach hier die Roboterhände, dass die im Dino-Modus hier hinten zu sehen sind. Hier hätte man einfach ein kleines Gelenk einbauen können, wo man sagen könnte, sie werden hier reingefaltet. Das wäre wirklich echt perfekt gewesen. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich einfach so falsch designt worden.
Ja, diese Arme sind auch der Knackpunkt im Robotermodus. Die möchte ich euch natürlich dann auch gleich zeigen. Ansonsten haben wir hier unten die Füße des Roboters mit dran. Stört mich jetzt persönlich gar nicht. Es passt von der Form her sehr gut. Unten ansonsten den Dino-Körper. Man sieht jetzt nicht vom Roboter wirklich viel. Hier unten sehen wir die Waffe einmal drin. Ja, und wie gesagt, die Finnen sind sehr schön durchsichtig in so einem Gelb, ja, ein leichtes Grüngelb. Auf jeden Fall sehr schön. Und kommen wir das einfach mal zu der Figur und der Transformation. So, wir nehmen einmal hier hinten durch das Splitten des Hinterteils die Waffe raus. Die verbinden wir auch gleich. Dazu nehmen wir hier die Finne. Die Finne klappen wir auseinander. Die Finne kann einmal hier in die Hand genommen werden. Oder hier diese Keule quasi genutzt werden. Das sind zwei Waffen, die er nehmen kann. Man kann sie auch miteinander verbinden. Hier unten ist so ein kleiner Trichter. Da schiebt man einfach quasi die Keule hinein. So, und schon hat man, wie ich finde, eine Battle Axe. Sehr cool auf jeden Fall, gefällt mir. Ich verstehe nicht, wieso Hasbro das so gemeint hat. Das passt nämlich gar nicht. Von der Logik her ist das ja auf jeden Fall die richtige Seite. Ja, und kommen wir jetzt zu der Figur. Die Schwanzspitzen klappen wir einmal hier auseinander. Jetzt müssen wir nur darauf achten, die Hinterbeine des Dinos haben hier so ein Pack. Und hier ist die Öffnung und die müssen miteinander verbunden werden. Einfach so ineinander drücken. Nicht zu fest drücken, da ansonsten das Plastik beschädigt werden kann. Sieht da quasi so aus. Sieht schon mal komisch aus. Ich erkenne hier immer wieder so einen Mund und hier zwei Augen. Frag mich nicht wieso. Ja, vielleicht wegen den Händen. Ja, ansonsten wird jetzt hier vorne der Vorderkörper genauso wie beim Generation One Design quasi gesplittet. Dann die Beine vom Dino werden einfach angewinkelt. So. Das gleiche hier. Einfach nach oben gedreht. So, anschließend drehen wir hier die Beine auseinander, indem wir sie nach unten drehen. So. Und jetzt haben wir ein sehr schönes Gimmick, wie ich finde. Wie ihr sehen könnt, ist hier ein schwarzer Snell-Dino-Kopf drin. Der ist dazu da, dass quasi dieser Look gegeben werden soll, dass sich der Kopf gesplittet hat, wie beim Generation One Design. Dazu nehmen wir jetzt einfach den normalen Kopf und drehen ihn jetzt nach innen, dass die beiden Köpfe jetzt innen sind. Und es sieht fast so aus, als wenn sich der Kopf gesplittet hätte. Finde ich ziemlich cool, die Idee. Und ich finde es auch gut, dass Hasbro hier mitgedacht hat und nicht nur hier den Kopf drin gelassen hat und hier einfach alles hohl gelassen hat. Echt gut. So, jetzt drehen wir hier die Füße einmal nach unten. Hier genauso. Und schon sind die Beine fertig verwandelt. Jetzt drehen wir hier dieses komplette Seitenbein mit dieser Schulter nach oben. Das gleiche hier. Und kippen es jetzt seitlich weg. Hier ist nämlich ein Double Joint. Der wird nämlich normalerweise nach unten geklappt. Und den wollen wir natürlich nach oben klappen, um die Schulter zu formen. So. Und jetzt kommen wir zum Kopf. Kopf drehen wir einmal hier dieses komplette Teil nach hinten, genauso wie auch beim Generation One Design. Finde ich ziemlich cool auf jeden Fall. Nur es wird es nicht nach ganz hinten geklappt, sondern so gelassen. Ich zeige euch auch gleich wieso. Als nächstes klappen wir jetzt erstmal den Kopf heraus. Switchen ihn nach oben. Auch wie im Generation One Design. Finde ich cool. Und jetzt drehen wir einmal die Arme nach innen. Winkeln die nach unten. So. Und drehen jetzt hier die Hände nach unten. So. Die Hände sind fertig verwandelt. Und jetzt können wir, wenn wir wollen, diese Rückenfinne splitten und nach außen drehen, um quasi so ein Gesamtmuster zu geben, was ich auch echt übelst geil finde. Es macht echt was her, wie so ein Engel mit sechs Flügeln. Auf jeden Fall mega geil. Und ja, das ist jetzt schon Snell fertig verwandelt.
Mega geil, die Figur. Ich kann es einfach nur immer wieder wiederholen. Der Kopf, na, Kamera, ist auch echt gut gelungen. Ja, Zoom, 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 Zoom. Irgendwie versagt der Zoom gerade. So, jetzt haben wir es. Wir haben hier, ihr seht selbst, die kleinen Augen, die mit einem Art Visor verbunden sind. Und ein grimmiges, böses Grinsen. Einen dicken Nacken. Macht auf jeden Fall so einen richtig bulligen Eindruck, als wenn er so mit seiner Stärke demonstrieren will. Auf jeden Fall ist dieses Kopfdesign wirklich echt gut gelungen. Und ja, Hasbro sollte sowas öfters mal machen in dieser Richtung, denn es macht echt was her. Gefällt mir auf jeden Fall. Leider keine Lightpipe, aber das ist ja bei den Dinobots oder besagt der ganzen Movie-Line sowieso eher Geschichte. So, ansonsten, wir sehen hier das lila Metallic. Echt gut aufgetragen. Sauber vor allem, und die Art, wie es aufgetragen wurde, dass da wie so ein Glitzerpartikel drin sind, macht echt was her. Wir sehen hier oben wie so zwei Turbinen. Man könnte auch fast sagen, dass es hier wie so ein Gesicht ist. Hier Augen, Augen, hier wie so ein Gesichts- oder Mundschutz. Passiert öfters mal bei den Transformers, dass das so aussieht. Und hier das schöne Autobot-Symbol. Dieses Autobot-Symbol hätte ich aber nicht da mir gewünscht, sondern hier vorne auf der Brust. Das fehlt leider. Finde ich extremst schade. Hier würde ich wahrscheinlich eher auf Repro-Labels dann umsteigen und ein zusätzliches Autobot-Symbol anbringen. Ansonsten, wenn ihr euch mal die Füße anguckt, die Figur steht einfach mega geil. Die Füße machen echt was her. Typisch wie die ganzen anderen Dinobots haben die Füße ein besonderes Design. Wir sehen hier unten einmal natürlich diese Spitzfüße. Und ansonsten sieht es echt wirklich klasse aus. Ja, und was wir jetzt natürlich auch machen können, wir können jetzt die Waffe ihm in die Hand geben. Das heißt, wir geben sie ihm hier in die Hand und ziehen ihn nach oben. Na, will gerade nicht so richtig. So, jetzt. So, jetzt hat er seine Axt in der Hand. Und ihr versteht, was ich meine mit Axt. Es macht deutlich mehr, als wenn man es andersrum dreht. So, aber jetzt kommen wir auch gleich zu dem Knackpunkt der Figur, der mich ein bisschen stört. Das sind nämlich die Arme. Die Arme, ihr könnt natürlich die Waffe erstmal jetzt abnehmen, um es euch das zu zeigen, sind hier, wie gesagt, auf diesem Drehgelenk, was ja eigentlich ganz okay ist, aber wenn man jetzt den Arm nach oben winkeln will mit dem Ellenbogen, geht es noch, ja. Aber wenn ihr jetzt natürlich den Arm von Hause aus so habt, merkt ihr schnell, dass die Hände echt beschissen angewinkelt sind. Und es einfach nicht passt. Das heißt, ihr müsst wirklich den Arm zur Seite drehen, damit ihr hier wirklich ein passendes Design habt. Damit es auch wirklich gut aussieht, was schade ist. Und hier auch, wie gesagt, dieser Hohlraum, den hätte man sinnvoll irgendwie schließen können, wenn er sowieso nicht in Benutzung ist. Wie gesagt, normalerweise würde ich sagen, könnte man es rumdrehen und dann hier reinfalten. Das wäre perfekt gewesen. Es ist leider nicht möglich. Wieso dann Hasbro hier diesen Hohlraum gelassen hat, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht einfach nur, um Material zu sparen. Jedenfalls sehr schade. Ansonsten, wie gesagt, einfach die Arme nach unten. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Beweglichkeit ist ziemlich gut bei der Figur. Sie kann die Beine ziemlich weit nach oben winkeln. Die Knie sind auch extremst gut anwinkelbar. Durch dieses Doppelgelenk kann man die Beine echt gut positionieren. Ihr könnt wirklich da Action-Posen mit erschaffen, die wirklich es in sich haben. Wenn sie natürlich jetzt stehen will, die Figur. Die sind also echt gut gemacht. Und wie gesagt, durch dieses ganze Zeugs auf der Schulter wirkt er sehr imposant. Auf jeden Fall echt klasse, die Figur. Und ja, ansonsten könnt ihr natürlich, wie ich schon vorhin angedeutet habe,
die Waffen splitten und ihm natürlich die in die Hand geben, um da unterschiedliche Waffen in der Hand zu haben. Das heißt, ihr zieht das auseinander. Gibt jetzt in die eine Hand die Axt oder besagt den Streitkolben. Und drehen wir mal nach unten. So. Und die andere Hand könnt ihr in dieses Blade quasi packen. Ja. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen fuchst bei der Figur, aber das ist, denke ich mal, eine Sache, die man einfach noch angeben muss, sind die Beine, was das Stehvermögen angeht. Die kippen sehr schnell zur Seite, wegen diesem Double Joint. So, jetzt geht's. Ja, wie gesagt, das hier sind jetzt die beiden Waffen in der Hand. Und die Figur ist echt geil. Um jetzt einfach mal einen größeren Vergleich euch zu zeigen, möchte ich euch natürlich noch die anderen Dinobots daneben stellen. So. Stellen wir jetzt einfach mal Scorn daneben. Und schmeißen schnell um. Nein, das war natürlich nicht gewollt. So, wie gesagt. Oder wir nehmen jetzt einfach mal den Voyager Grimlock zum Größenvergleich. Und ihr seht selbst, die Figur ist echt groß. Na, und ja, es ist, wie gesagt, es sind die ganzen Dinobots, die natürlich auch zusammengehören und zusammen wie so eine Art wirklich Ritterschaft wirken. Ah, ich krieg's jetzt nicht alle aufs Bild, deswegen hole ich jetzt die anderen Dinobots nicht, aber ihr seht einfach den Größenvergleich. Zum Beispiel auch Lockdown noch daneben. Und es macht echt was her. Ja, ich hoffe, das Review hat euch echt gefallen. Mir gefällt die Figur auf jeden Fall sehr. Ich kann sie jedem empfehlen. Wenn ihr sie noch bekommen solltet, holt sie euch. Mich hat sie jetzt 19 Euro gekostet. Ist ein bisschen viel, aber nun gut, ich bin trotzdem froh, diese Figur zu haben. Im Dino-Modus würde ich dieser Figur, auch wenn sie sehr eingeschränkt ist von der Bewegung, 10 von 10 Punkten geben. Und im Roboter-Modus, wegen den leider etwas fehldesignten Armen, nur 9 von 10 Punkten. Trotzdem eine großartige Figur. Holt sie euch, wenn ihr könnt. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Ich hoffe, wie gesagt, wir sehen uns demnächst wieder. Das Review hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, ihr abonniert mich oder empfehlt mich weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Rex4Gaming.